Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer kleinen Sondersendung im Rahmen von Bernecker TV. Ja, Sie sehen schon, ich sitze hier alleine. Herr Schulz ist uns telefonisch zugeschaltet. Die ein oder anderen vom Board wissen es. Herr Schulz kommt aus Gangelt ursprünglich. Das ist ja das Epizentrum des Coronaviruses. Und Herr Schulz ist tatsächlich auch einer, der zurzeit in Quarantäne sitzt, der heute getestet wurde, gerade ganz aktuell. Ja, Herr Schulz, Sie befinden sich derzeit in Quarantäne. Erstmal die Frage, die wichtigste Frage, unabhängig von allem anderen, wie geht's Ihnen? Ja, vielen Dank erstmal für diese Frage. Mir geht's besser. Ich hatte die Probleme eben in der letzten Woche, das fing schon am Mittwoch an, mit allen Symptomen, die eigentlich dieses Coronavirus mit sich bringt. Ich hatte also von Donnerstag bis Sonntag auch deutliches Fieber bis über 39 Grad und bin allerdings jetzt auch seit Montag wieder fieberfrei, habe allerdings noch sämtliche Erkältungssymptome, habe mich hier quasi bei uns zu Hause im Keller verschanzt, der zum Glück ausgebaut ist. Also ich bin nicht ganz von der Außenwelt abgeschnitten, aber ich will schon meine Familie halt ein wenig schützen, die bislang zum Glück symptomfrei ist, zumal das bei uns auch eine besondere Situation noch ist, da mein Sohn derzeit immunsuppressiv behandelt wird und deshalb haben wir uns alle ein bisschen Sorgen gemacht und ich bin also seit einer Woche in den Keller gezogen. Dazu muss ich sagen, klar, ich war im Karneval hier voll aktiv in Gangelt, habe fast alle Karnevalsveranstaltungen auch in den Zelten mitgemacht, hatte auch Kontakt zu inzwischen positiv getesteten Personen, sitze also quasi mittendrin im Schlachtfeld. Jetzt haben wir natürlich hier auch reagiert und Sie waren am Dienstag nach Karneval, waren Sie bei uns. Mir hat ein Arzt gesagt, dass wenn Sie sich Montag angesteckt hätten, so Sie sich denn angesteckt haben, dann wären Sie Dienstag noch nicht ansteckend gewesen. Wir haben trotzdem hier aus Vorsichtsmaßnahmen anderthalb Wochen das Büro komplett geschlossen und mit Heimarbeit vorlieb genommen. Das hat auch funktioniert. Wir haben fast täglich telefoniert in der ganzen Situation jetzt. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Behörden die Lage im Griff haben? Ja, ich sag mal, man muss es relativ bewerten. Zum einen muss ich ganz klar unserem Landrat Stefan Pusch ein großes Lob aussprechen. Der macht das sehr, sehr gut und der deeskaliert auch so gut es geht. Also man kann hier nicht von einer Panikstimmung im Kreis sprechen. Alle tun sicherlich ihr Bestes. Die Frage ist natürlich am Ende, ob das reicht. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Behörden hier teilweise sehr, sehr überfordert sind. Ich wollte mich ja schon vor einer Woche testen lassen, nachdem diese Symptome so massiv auftraten. Ich habe dann bei meinem Hausarzt angerufen. Der wollte mich auf keinen Fall sehen und hatte offensichtlich auch keine Teströhrchen und sagte, werden auch nicht alle getestet. Ich habe mich dann zum Gesundheitsamt verwiesen, wo ich dann auch angerufen habe. Vom Gesundheitsamt bin ich dann wieder zu einem Krankenhaus verwiesen worden, wo ich angerufen habe. Im Krankenhaus hat man dann den Kopf geschüttelt und hat mich wieder zum Hausarzt verwiesen. Der Hausarzt hatte dann aber bereits geschlossen, da die Ärzte dort direkte Kontakte wohl zu Corona-Patienten hatten. Damit war die Praxis zu. Also es war schon Chaos pur. Und zwischenzeitlich sah es in der Tat auch so aus, als ob hier wirklich die medizinische Versorgung zusammenbricht. Inzwischen hat man das ja ein bisschen gelockert. Man hat eben gesagt, dass medizinisches Personal, welches durchaus Kontakt hatte mit positiv getesteten Personen, dass die jetzt, wenn sie denn beschwerdefrei sind, wieder arbeiten dürfen, auch wenn es Kontakt zu positiv Getesteten gab. Beruhigend ist das für mich nicht unbedingt, aber es geht eben nicht anders, sonst bricht hier die ärztliche Versorgung komplett zusammen. Und ich frage mich inzwischen, was passiert, wenn sich eben das Virus mal flächendeckend über Deutschland ausbreiten sollte. Wie läuft das dann? Wir hatten letztes Wochenende genau zu diesem Thema telefoniert. Ich hatte da auch mit meinem Hausarzt, mit dem ich auch befreundet bin, mal gesprochen, der Teströhrchen tatsächlich auch da hatte und vorrätig hatte, der aber da die Gefahr sah, dass er sich das Virus quasi, ich komme aus Meerbusch-Büderich, dass er sich das nach Meerbusch importiert, dann auch Probleme mit dem Gesundheitsamt bekommt, die Praxis schließen muss. Und es gibt ja nun mal auch noch viele andere Patienten, die jetzt nicht von dem Virus betroffen sind, aber die regelmäßig zum Arzt gehen müssen wegen Herzproblemen und so weiter. Oder Makoma
Patienten sind, auch die müssen ja irgendwie weiterhin ganz normal behandelt werden. Deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Weg halt nicht zu gehen. Jetzt sind sie ja heute getestet worden. Wir werden morgen, übermorgen das Ergebnis sicherlich von Ihnen erfahren. Glauben Sie, dass die Ausbreitung des Virus denn eingedämmt werden kann? Ich habe das Gefühl, dass das nicht der Fall ist. Also es ist ja so, dass hier im Kreis Heinsberg jetzt Stand aktuell 104 Personen positiv getestet sind. Davon liegen 7 inzwischen in umliegenden Krankenhäusern. Es ist so, dass auch wenn ich in meinen Bekanntenkreis schaue, es dort unzählige Infektionen gibt dieser Art, die es halt in den vergangenen Jahren nach Karneval so in dem Ausmaß nicht gegeben hat, die aber alle überhaupt nicht getestet werden oder bislang nicht getestet worden sind. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass diese 104 positiv Getesteten jetzt im Kreis Heinsberg in der Tat nur die Spitze eines Eisberges sind. Also es dürften mit Faktor 3, 4 deutlich mehr sein, wobei das natürlich auch Spekulation ist, aber das ist jetzt so mein Empfinden aktuell. Ich bin heute nach einer Woche dann auch endlich mal getestet worden. Bis Freitag bekomme ich das Ergebnis. Vielleicht noch zu dem Test selber, wie der abgelaufen ist. Auch das war recht abenteuerlich. Hier wurde ja inzwischen in der Turnhalle eine quasi mobile Arztpraxis eingerichtet, wo auch getestet wird. Da haben sich dann heute, als ich da reinkam, 20 Patienten befunden, die auch getestet werden sollten. Da wurde dann Fieber gemessen, man hat sich in einer Reihe aufgestellt, da wurde gehustet aus Leibeskräften. Eine Frau vor mir sagte dann dem Arzt noch, ihr Mann sei schon positiv getestet worden. Ich bin dann sofort 10 Meter nach hinten gelaufen, habe mich in meinem Mantel versteckt. Also es ist schon alles recht abenteuerlich, was hier im Moment so vonstatten geht. Man wird natürlich auch schnell zum Hypochonder, aber definitiv, die Lage ist durchaus ernst und man sollte das alles nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich bin nun kein Virologe, der das wirklich beurteilen kann, inwieweit sich dieser Virus über Deutschland ausbreiten wird. Aber wenn ich jetzt hier von der Lage im Kreis ausgehe, würde ich schon sagen, dass eine flächendeckende Ausbreitung durchaus sehr wahrscheinlich hat. Es ist eben hier auch so, wer direkten Kontakt hatte oder beschwerdefrei ist, der geht eben jetzt auch schon wieder voll normal arbeiten, obwohl er rein theoretisch vor 8 oder 9 Tagen auf dem Karnevalszelt noch Kontakt mit einem direkt Infizierten gehabt haben könnte. Ja, das heißt, es wird sicherlich Leute geben, die diesen Virus in sich tragen, die aber wieder voll im Arbeitsleben hier drin sind und so einen Virus dann auch weitergeben können. Das gilt zum Beispiel auch für ein Fußballspiel, was wir hier am Wochenende haben. Da spielt ja Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Das Spiel wird nicht abgesagt, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, zumal hier gerade im Kreis Heinsberg unzählige tausende Borussen-Fans sind, die zu diesem Spiel gehen werden. Also ich gehe davon aus, dass diese Kettenreaktion sehr, sehr schwer nur noch zu stoppen ist. Ich glaube aber, das hat auch die Politik inzwischen verstanden. Sie muss eben schauen, dass sie dann, wenn die Fälle auftreten, dass diese Fälle dann auch möglichst fachgerecht gut behandelt werden. Aber das jetzt noch aufzuhalten, das halte ich für relativ schwierig. Ein Virologe aus Berlin, der Herr Drost von der Charité, hat ja schon gesagt, dass er durchaus davon ausgeht, dass in Deutschland 60-70% der Bevölkerung durchaus infiziert werden könnte. Er weiß nicht, über welchen Zeitraum, aber das sind schon Aussagen, die nehme ich durchaus ernst. Wie gesagt, ich bin kein Virologe, aber durchaus höre ich auf Virologen und deshalb denke ich, müssen wir damit leben. Warten wir mal ab, was da auf uns zukommt. Was ich allerdings auch gehört habe von dem Arzt, mit dem ich am Samstag telefoniert habe, dass man nicht in Panik verfallen sollte. Hamsterkäufe, wie man zum Teil ja tatsächlich mitbekommen hat, also sogar bei uns in Meerbusch oder bei Ihnen in Gangels, Sie haben auch davon berichtet, sind absolut unnötig im Moment. Und bei den meisten ist der Krankheitsverlauf ja auch zum Teil gar nicht feststellbar, beziehungsweise mit einer normalen Grippe zu vergleichen. Deswegen sollte man, wie man so schön sagt, auch die Kirche mal im Dorf lassen.
In der Situation, in der wir gerade sind, also gerade in der letzten Woche, hätten wir sehr, sehr viel Überredungskünste gebraucht, um Sie nicht ins Büro zu lassen, weil in solchen Zeiten, wo der Markt so volatil ist, da hält sie eigentlich nichts auf, an der Börse teilzunehmen. Der drohende Coronavirus hat es diesmal geschafft. Haben Sie sich überhaupt in der letzten Zeit ein bisschen mit der Börse beschäftigt? Natürlich haben Sie Kursen ja mitbekommen, aber ansonsten wahrscheinlich eher das Fieber auskuriert, was Sie hatten. Genau. Wer fiebert, der weiß, dass er schlecht lesen kann, dass er ungerne Fernsehen guckt, dass er sich einfach nur auskuriert. So gesehen habe ich vom Markt nicht viel mitbekommen. In den letzten 2-3 Tagen natürlich schon etwas mehr, ja. Jetzt würde ich Sie trotzdem gerne um die Expertise bitten, auch wenn es vielleicht im Moment ein bisschen schwerfällt. Die Aktienmärkte haben im Moment eine Menge eingepreist. Wir sind also stark zurückgekommen. Ist es denn Ihrer Meinung nach an der Zeit, auf die Kaufseite zu wechseln? Der Senior oder Herr Hanser Bernecker hatte ja letzten Freitag eigentlich schon unter 12.000 zum Einstieg geblasen oder zumindest für erste Schnäppchenkäufe war er bereit. Ja, also zunächst muss ich mal sagen, als direkt Betroffener, der jetzt mit der Sache unmittelbar hier zurechtkommen muss, geht man natürlich auch ein bisschen anders damit um. Man sieht genau, was hier derzeit passiert. Man skaliert sowas dann hoch und überlegt sich, was passiert, wenn sowas eben flächendeckend geschehen wird. Ja, wie reagiert dann ein Markt? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist meine Meinung im Moment auch nicht objektiv, aber ich selber fühle mich derzeit überhaupt nicht in der Lage einzuschätzen, welches Ausmaß diese Epidemie am Ende haben wird, welche Lieferketten vielleicht gebrochen werden, wie stark die Konjunktur getroffen wird, auch global. Mithin bin ich eben sehr, sehr vorsichtig im Moment. Man muss ganz klar sagen, wir haben alle, das kann niemand von sich behaupten, niemand hat Erfahrungswerte mit solch einer Epidemie. Das gab es so noch nicht. Und keiner kann im Prinzip behaupten, die Situation jetzt komplett zu überblicken oder zu verstehen. Ja. Deshalb denke ich, ich würde mich persönlich mit 50% Liquidität weiterhin wohlfühlen. Ich würde die Situation beobachten. Aber entsprechende Signale, dass der Markt jetzt massiv nach oben dreht, die sehe ich hier im Moment noch nicht. Die Zinssenkung der Fed, die halte ich um 50 Basispunkte, die halte ich persönlich für komplett falsch. Ich denke, das ist ein falsches Signal an den Markt. Die 10-Jährigen sind inzwischen unter 1% gefallen. Dadurch signalisiert man ein bisschen Panik. Das ist für einen Markt nicht gut. Und man kann eine Pandemie eben nicht mit Zinssenkungen bekämpfen, sondern eher mit massiven Konjunkturprogrammen, die ja vielleicht denn dann auch kommen. Was man vielleicht als positiv langfristig sehen muss, wir werden dieses Virus besiegen, definitiv. Das Virus ist relativ harmlos, das muss man auch dazu sagen. Das Problem ist halt, was macht der Markt draus, was macht die Wirtschaft draus, werden Lieferketten unterbrochen oder nicht, das ist eben das größere Problem. Aber das ist eben sehr, sehr schwer einschätzbar. Wichtig ist einfach zu wissen, klar, wenn ich langfristig engagiert bin, dann werde ich nicht viel falsch machen, wenn ich heute das ein oder andere Papier kaufe, denn der Virus wird am Ende besiegt und wenn ich unterbewertete Aktien jetzt einsammle, mache ich auf Sicht von 2 oder 3 Jahren sicherlich nichts falsch. Es wird auch gegen Jahresende oder Anfang nächsten Jahres einen Impfstoff geben und dann wird das Ganze irgendwann aus der Welt sein. Die Frage ist eben, was passiert in den Monaten bis dahin am Markt. Und das ist im Moment wirklich sehr, sehr schwer einschätzbar. Also von daher ziehe ich es vor, im Moment weiterhin gehörige Portionen an Cash zu halten. Wir hatten, wenn ich das noch kurz sagen darf, im März, April 2009, also vor ziemlich genau 11 Jahren, war das die Schweinegrippe mit 18.000, 19.000 insgesamt weltweit Verstorbenen. Das war nicht eine ähnliche Situation, also kam man die heutige Situation nicht ran, aber ich weiß das ziemlich genau, weil ich damals geheiratet habe und das auch für mich eine Großveranstaltung war mit 100, 120 Teilnehmern. Wir hatten damals auch Probleme mit Absagen, das weiß ich noch. Letzten Endes sind alle gekommen. Es wurden sehr viele Spender aufgestellt, also hier Desinfektionsmittel und so weiter. Danach sind wir in den Urlaub oder auf die Hochzeitsreise gefahren. Das war an Flughäfen, war eine ähnliche Situation. Letzten Endes spricht heute kein Mensch mehr von. Und die Märkte, wie die sich seitdem entwickelt haben, das kann jeder auf dem DAX-Chart ablegen.
hoffen wir das Beste für die Zukunft. Ich hoffe vor allen Dingen für Sie und Ihre Familie das Allerbeste, dass wir uns ganz, ganz bald hier, aber auch nicht zu früh, genau, hier im Büro wiedersehen. Und alles Gute, Herr Schulz. Machen Sie es gut. Ja, danke schön. Tschüss, Herr Schulz.